Herzlich willkommen zurück zu Marvel's Midnight Suns mit Arezu. Ich bin Arezu und wir... Moment mal kurz. Ja, okay. Nach dem Neustart ist der Spiegel immer noch so. Es war also kein merkwürdiger Bug beim letzten Mal, es ist einfach ein merkwürdiger Spiegel. Gut, wir können eine neue Gamma-Helix studieren, ein neues Artefakt studieren. Dann tun wir das doch einfach mal. Aber erst einmal nehmen wir diese Skill-Sense mit. Da hat die Kamera wieder ein klein bisschen gesponnen. Kommt vor. Gamma-Helix. Hast du noch mehr Helices für mich? Helix, Singular. Das gehört zu meinen besten Arbeiten. Erst beschweren und dann sagen, es gehört zu seinen besten Arbeiten. Gut, wir hatten hier die rasante Heilung mit Mod, erhalte bei Nachziehen 1 Resistenz, das ist nicht schlecht. Und beim Kopfschuss mit Mod steigt bei Nachziehen 50 Gesundheit wieder her. Ist auch nicht schlecht, ne? Besonders, weil wir damit dann eben die weiterentwickelte Version hier hätten. Eventuell statt... Okay, ja, wir nehmen einfach das beides mit. So, bestätigen. Und ein Artefakt studieren bringt jetzt nicht so viel. Ein legendärer Zauberstab und eine legendäre Blaupause. Sehr gut. Ha. Ist jetzt nicht das schönste Zauberstab-Design. Muss ich mir genauer angucken, weil ich selbst versuche, welche zu schnitzen. Die auch nicht das schönste Design bisher haben, aber ich arbeite dran. Deadpool hat gespammt. Oh. Also nee, die Eilmeldung, da hatten wir schon gelesen. Nico, Magic, Spidey, der Junge mit dem brennenden Kopf. Schon mal an ein episches Mashup gedacht? Machen wir das nicht ständig? Wenn ihr ständig macht, ist dieses... was ihr ständig macht, ist dieses langweilige Teamwork-Zeug. Ich rede davon, mit dem Hellride von der Klippe zu rasen, während Nico auf der Haube steht und ihren Stab direkt aus ihrem Körper durch Magics Portal auf einen Vampir feuert, den unser Spidey-Junge gerade in der Mangel hat. Nur um mal ein zufälliges Beispiel zu nennen. Klingt kompliziert. Warum sollten wir das machen? Spürt ihr nicht manchmal dieses schmerzhafte, hoffnungslose, düstere Gefühl im Inneren, immer neue Höhen erreichen zu müssen, um auch nur das kleinste bisschen zu fühlen? Oder für die Videoaufrufe? Ich bringe die beiden dauernd durcheinander. Tja, ja, ist verständlich. Es ähnelt sich sehr. Gut. Was haben wir denn hier? Oh, doch, da ist was. Runaways 1. Okay, nehmen wir nochmal mit. Wobei ich nicht sicher bin, ob wir noch jemanden haben, der das fröhlich annehmen würde. Wir könnten mal mit Wolverine plaudern gehen. Wir können auch mit Venom plaudern gehen. Ja, ich denke, Venom wäre gar nicht schlecht, ne? Eddie! Eddie, wo bist du? Ich sehe ihn nicht. Ah, Moment, doch, da ist er ja. Auf dem Hof. Okay. Und da möchte tatsächlich noch jemand mit uns reden. Hallo, Wanda. Reden wir, Hunter. Okay. Du wolltest reden? Die Führungsposition steht dir gut, Hunter. Danke. Danke. Wann ist das passiert? Kurz bevor wir dich gerettet haben. Das ging schnell. Sie müssen dich sehr schätzen. Ich weiß noch, wie ich die Suns mit offenen Armen empfangen und diesen Kameradschaftsgeist gespürt habe. Trotzdem frage ich mich, ob ich dazugehöre, weißt du? Klar gehörst du dazu. Du weißt schon, dass du noch immer hier zu den Suns gehörst, oder? Tue ich das? Manchmal bin ich nicht sicher. Das musst du nicht hinterfragen. Du sollst hier sein. Und als de facto Anführerin der Midnight Suns will ich, dass du das weißt. Das, bedeutet mir viel. Danke. Ich mag das Gefühl, Teil einer großen, schrägen Familie zu sein. Einer, in die wir beide passen. Gut, das war doch nett. Eddie. Entschuldigung, Venom. Aber wir sind dennoch tödlich, denn wir sind Venom. Okay. Lass uns spazieren gehen. Die faulen Flüsschen, da könnten wir fischen gehen. Ich denke, Eddie ist die Art von Person, die gerne angeln geht, oder?
Ich denke schon. Und Venom wird sicher die Snacks mögen, die man hier rausholt. Danke, dass du mich aufgenommen hast, Hunter. Die meisten Leute sehen das Monster und rennen um ihr Leben. Nur wenige versuchen, den Mann darunter kennenzulernen. Kein Problem, Eddie. Was ich dich fragen wollte, wie bist du auf den Namen Venom gekommen? Er klingt gefährlich, und das mag ich. Aber die Anerkennung gebührt meinem Symbionten. Ihm ist der Name eingefallen. Du hattest deine Wahl, es gab andere Optionen. Dein Stil gefällt mir auch. Ja, hören wir uns doch mal an, was sie für andere Optionen hält. Aber eingefallen. Ich dachte, das wäre im Prinzip einfach nur eine Übersetzung aus der Sprache der Symbionten, aber ich bin auch nicht sicher. Hattest du andere Namen im Kopf, wie Scary Spider-Man? Sagt sich nicht unbedingt leicht. Ich vermute, deine Zunge ist schon verdreht genug. Hey, das macht das Popcorn-Essen einfacher. Es muss schön sein, jemanden zum Reden zu haben, wenn man allein ist. Ja, aber es kann auch echt nerven, wenn irgendwer einem ein Ohr abkaut, während man Hiebe einsteckt. Ich wette, Spider-Man hat das gehasst. Aber für Partys ist es super. Kannst du die Stimme ausblenden? Okay. Nichts davon ist jetzt wirklich gut, würde ich sagen. Ich kann verstehen, wieso Spider-Man den Anzug loswerden wollte. Parker hat nie auf den Symbionten gehört. War im Kampf zu beschäftigt, damit zu labern. Und jetzt laberst du selbst? Wow. Ja. Und den Spruch übernehme ich. Was ist da für ein Spruch, den man so übernehmen kann? Snackbox, kanadische Rootbier-Kollektion. Das ist wahrscheinlich eher für Wolverine. Madripuren Bildern, dunkel. Also Snacks sind klingt schon mal nicht schlecht, ne? Snackbox, widerliche Süßigkeiten aus aller Welt. So, wenn es jemandem gefällt, dann Venom, ne? Geschenk nicht gemocht. Wie man einem außerirdischen Anzug und seinem Träger eine gute Zeit bereitet. Okay, Aktivität geliebt, Geschenk nicht gemocht und aus dem Gespräch nichts rausgeholt. Das war ein ziemlicher Fehlschlag. Und nur für uns ist was rausgesprungen hier an Outfit. Longsleeves, Schwarz und Tarnung. Können wir das einfach direkt nochmal machen? Und diesmal besser? Mich belastet da etwas. Oh, okay. Ne, willst nicht drüber reden? Okay. Venom ist jetzt vor der Schmiede. Gucken wir doch mal, ob wir ihn direkt nochmal einladen können. Aber wir haben jetzt... Da. Wo genau er ist, sehe ich nicht. Ist er vielleicht drin? Also hier unten. Das da ist nicht Eddie. Da ist... Okay, wenn wir nach oben gehen, hier müsste er direkt rechts sein. Achso, Moment, er ist draußen bei dem Trainingsgerät, ne? Aha. Ne, wir können ihn gerade nicht einladen. Würdest du lieber mit fünf kleinen Deadpools oder einem riesigen kämpfen? Darauf gehen wir nicht ein. Am Ende hat er da schon was vorbereitet. Oh, wir haben gar nichts dafür bekommen, gerade dass wir Charlie gelobt haben. Ich glaube, wir sind dort auf dem Max-Level, was das angeht. Gut, wen können wir denn noch in eine Zugfrucht einladen? Wolverine. Ja, versuchen wir das noch. Gut. Ein Picknick. Der Stelle beobachte Vögel. Zum Malen. Gehen wir mit ihm Pilze sammeln. Warum nicht? Er ist jemand, der in der Wildnis gut klarkommt, ne? Dann macht ihm sowas vielleicht Spaß. Du solltest nicht zu hart zu Sarah sein. Wie kommst du darauf? Ich sehe, wie ihr miteinander umgeht. Ihr zieht Kreise umeinander und wartet darauf, wer als Erster angreift. Ich gebe mein Bestes, sie tut das nicht.
Ich ziehe zurück, wenn sie es tut. Darüber reden wir nicht. Ich meine, das wäre jetzt nicht wirklich ehrlich, ne? Wie war das? Sie hat angefangen, sie kann es auch beenden. Gut, dass du nicht klein beigibst. Also meistens. Aber vor lauter Kämpfen siehst du nicht, was ihr das antut. Du verstehst nicht, was dein Tod mit ihr gemacht hat. Und keiner von euch versteht, dass deine Wiedererweckung das wieder aufkocht. Wenn du wen triffst, den du ewig für tot gehalten hast, dann kann das heftige Gefühle auslösen. Ein guter Punkt. Klingt, als sprichst du aus Erfahrung. Und wenn sie sich bemüht, tue ich es auch. Wir fragen ihn mal aus. Was soll das, Logan? Hier geht es doch nicht nur um Sarah. Ich habe viel zu lange gelebt. Fast ein Jahrhundert lang war Victor Creed, Sabertooth, ein erbitterter Feind. Wie oft haben wir zusammen gekämpft? Du sollst deine Geschichte nicht leugnen, aber es muss nicht immer ein Kampf auf Leben und Tod sein. Gut, er bekommt die kanadische Wutbier-Kollektion. Du hast meine Gedanken nicht gelesen, oder? Nein, ich habe sie lesen lassen. Moment, wen haben wir da, der das so machen könnte? In begrenztem Umfang, was die Sünden angeht, kann Robbie das. Dann haben wir, naja, natürlich die ganze magische Garnison dort. Ich glaube, das war's. Gut, Aktivität geliebt, aus der Konversation noch 6 mitgenommen und Geschenke geliebt. Das lief wesentlich besser. Jetzt sollten wir uns noch die Outfits angucken, die wir so bekommen haben. Wir haben 2 neue für Hunter. Longsleeves, Schwarz und Tarnung. Nee, das Tarnungszeug gefällt mir nicht. Und Tanktop schwarz. Oh, nee, da haben wir die Hose, da falle ich nicht nochmal drauf rein. Und bei Vulvi haben wir auch was Neues. Oh ja, klassisches X-Men-Hemd. Gut, wunderbar. Haben wir sonst noch irgendwas zu erledigen? Wir könnten tägliches Sparring machen. Arkaner Schlüssel und kritischer Schaden erhöht. Kritischer Schaden erhöht ist... Hier bei Storm wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ne? Sie hat ein paar ziemlich starke Einzelschadenfähigkeiten. Gut, sehr schön. Fähigkeiten verbessern. Die Zeit läuft, Hunter. Wir hatten dort was bei Venom. Ne, nicht bei Venom. Bei wem hatten wir... Ah ja, genau, wir hatten hier was für... Deadpool. Oh, das war nicht nötig. Doch, das ist definitiv nötig. Du weißt ja gar nicht, wie schlecht du dich auf dem Kampf, auf dem Schlachtfeld schlägst. Rasante Heilung wird verbessert. Mal sehen, ob die mich jetzt schaffen. Gut, wir hatten hier den Clownstich, den haben wir aber eh nicht im Deck, ne? Und Sprung des Todes. Ja, ich meine, den könnten wir statt der Kettenhiebe einmal mit reinnehmen noch, ne? Das sollte ich nächstes Mal austesten. Genau. Gut, dann... Bis zum nächsten Mal. Nicht auf Superlink, sondern auf die Helden. Wir haben Wolverine. Okay, wir nehmen die Kettenhiebe raus und nehmen den Sprung des Todes Plus noch rein. Außerdem nehmen wir mal den schnellen Hieb hier raus, würde ich sagen. Erst einmal nehmen wir aber die rasante Heilung normal raus, packen die rasante Heilung Mod rein. Und die hier können wir auseinandernehmen. Das können wir auch wegmachen. Gut. Wir haben den... Wir haben die Kettenhiebe, die an sich nicht schlecht sind, aber... Kraftschnitt macht zurückwerfen und Wände verwundbar an, was auch nicht schlecht ist. Kraftvolles Zurückwerfen, wenn wir es verbessern. Ich meine, wir könnten den schnellen Hieb hier nehmen, was das... Okay, der ist wesentlich stärker, wenn wir ihn verbessern. Aber ich würde sagen, wir nehmen die Kettenhiebe stattdessen rein, oder? Andererseits, der Kraftschnitt macht schon ein bisschen mehr Schaden. Das Zurückwerfen ist eigentlich immer ganz gut. Ne, okay, wir nehmen den Kraftschnitt noch mit rein. Und der schnelle Hieb wird jetzt verbessert. Fähigkeit verbessern bei Logan. Das wird Ihnen ziemlich wehtun. Hoffen wir es.
Okay. Caretaker meint, und ich denke, das war's, ne? Gut. In Ordnung. Dann schauen wir noch schnell nach, ob es noch ein Buch gibt, das wir jetzt lesen können hier gerade. Und wenn nicht, dann würde ich sagen... Charlie, hast du was gefunden? Nur eine von ganz, ganz vielen Kisten. Okay, da hatten wir tatsächlich ein noch unbekanntes Buch. Dann lesen wir das mal. Feierung der Urgötter. Opferschale, der Kelch. Verneige dich demütig vor ihr in ihrer vollkommenen Herrlichkeit und biete einen puren Kelch, darum von ihren Gaben zu trinken. Okay. Moment, das, das muss ich mir aufschreiben. Sie und Kelch. Moment, wo ist denn... Ich habe Zettel, aber ich habe keine Stifte. Da haben wir Stifte. Okay. Sie... Kelch. Gut, wir haben nur eine Urgöttin, ne? Verneige dich demütig vor ihr in ihrer vollkommenen Herrlichkeit und biete einen puren Kelch da, um von ihren Gaben zu trinken. Ich schreibe sicherheitshalber purer Kelch hin. Nur für den Fall, dass es da was gibt. Okay, damit haben wir was für die Gaben auf jeden Fall. Und am Abend können wir versuchen dran zu denken, das mal zu testen, ne? In der nächsten Folge dann, weil wir erst in der nächsten Folge wieder losgehen können. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.